Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner Folge hier bei auf diesem Marsch. So, Apple 5. Ja, ich hätte geschaut, die Aushalt brauchen wir mit dem Helfer nochmal und starten wir mal. Der Traktor ist ganz schön laut. Dazu gehen wir ganz kurz mal ins Menü und machen mal die Fahrzeuge auf 10%. Speichern. Zurück. Und so ist es ein bisschen angenehmer. So, stellen wir den Tempomat auf Minimum, Maximum 18, ruhig ein bisschen höher. Er wird eh die Geschwindigkeit alleine einstellen, die er haben will und fahren kann. Aber nicht mit 6, ne? Sehe gerade, links ist aber zu viel, naja, wird dann nochmal nacharbeiten. Ich hatte vorher mit einem Helfer, mit einem Kursblick gearbeitet, der hat aber aufgehört, als wir gespeichert haben. Wäre den Kurs nicht gespeichert und dadurch ist jetzt ein bisschen, naja, mittendrin. Macht aber nichts, wenn man entsprechend nachdem wie er fährt, nacharbeiten. Zumindest mal einstellen. Ja, man sieht schon den Stückstoffanteil, der gerade ausgibt. Also rot ist, wo er fehlt und grün ist, wo er optimal ist. Wenn wir jetzt auf 1 gehen, kann man es erkennen, dass er plus noch 40 hinzugibt. Und das ist schon gewaltig. So, lass mal so stehen. Mal gucken, was der Durchfahrt noch zu machen ist. Mist fahren, ja. Das Förderband einmal kurz anschalten. Dann ist der Mist bald aufgebraucht, in Anführungszeichen. Also soll es auch sein, ne? Jetzt wollen wir das zu Geld machen. Ne? Man könnte es auch in Feldern fahren, aber das machen wir jetzt mal nicht. Weil zu Feldern fahren man ja die Gärreste. So. Schalte ich mal ein. Wäre das mal eine Ehrenrunde, macht aber nichts. Probieren wir die Gülle auszugeben. Gülle wird ja so nicht angezeigt bei der BGH. Aber wenn er leer ist, müssen wir ihn gleich wieder wegfahren, damit der andere Platz hat. Hier sollen ja wahrscheinlich die andere BGH noch hinkommen. Wahrscheinlich, wie gesagt, betone ich mal wahrscheinlich. Weil wir doch in diesem Jahr noch nicht genug Rohmaterial da haben, ne? Um es effektiv nutzen zu können. Die neue BGH würde auch Zuckerrüben nehmen in großen Mengen und die habe ich jetzt Zeit zu Hause. Die paar, die ich habe, geht da rein. Es sei denn, wir kaufen ein Zuckerrübenfeld, ein großes. Wenn das Geld reichen würde, das weiß ich noch nicht genau. Geplant habe ich ja eins zu kaufen, im Feld. Ja, Gärreste geht, die Gülle geht nicht komplett rein. Und voll und voll. Parken wir hier. Ja, Feld. Ist ja die 65 mit drüben zum Beispiel. Wo die 58, die 61, 56. Das wäre noch in unserem Bereich, ob wir noch hier die 47 zum Beispiel. Das wäre noch ganz gut machbar. Die 66 ist brach. So. Auch mal sehen, Rüben müssen ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt späten Sommer. Die werden im Herbst ja fällig. Ne? Den können wir zurückfahren zum Hof. Die. Der Hopfen ist ja im Prinzip jetzt schon gekalkt. Der müsste ja bald reif werden. Müsste. Wir haben ein bisschen Holz zu liegen, das muss auch weggemacht werden. Aber Stumpenfräsen, das wollte ich im Herbst machen. Oder im Winter, wenn wir zu viel Zeit haben. Aktuell haben wir echt keine Zeit. Ich möchte noch verkaufen. Die andere BGH möchte noch ein bisschen Silageballen haben. Und wir sind dabei und machen ein bisschen die Aussaat. Ich habe im Grunde so viel Arbeitszeit, dass es echt anstrengend ist, alles auf einmal machen zu können. Ne? Aber ich habe ja trotzdem Zeit. Feld 3 ist die Aussaat, glaube ich, fertig. Und Feld 2, glaube ich, auch.
ja, fertig. Das war diesen Wochenabstand, den ich habe, Spielrhythmus. Das macht es teilweise, ja, bei drei verschiedenen Spielen schwierig, alles im Blick zu behalten. Ne? Ja, hier ist gekalkt worden. Aber anscheinend braucht doch nicht alles gekalkt werden. War die Aussaat fertig? Ich glaube schon. So, den Kalkschrauber haben wir am Hof. Den parken wir hier rechts rein. Hier fahren ja keine Fahrzeuge. Hier fährt ja nichts. Den stellen wir hier mal so rein. So, der Helfer ist wieder fertig. Da ist unser Bruder hier. Da ist noch ein Fahrzeug. Das ist genau das gleiche, aber hier ist es gleich ein bisschen einfacher. Hier können wir gleich einstellen, Helfer. So. Der kann keine, der muss aber. Ach ja, genau. Der kann keine ballen, aber der kann ballen. Ballen liegt aber drinnen, ne? Ja. Die Ballen sind drinnen. Ja. Reichlich. Das muss es sein. Gärreste haben wir noch. 350.000. Also Feld 1 oder so wollte ich einfach mehr so bringen, glaube ich. Ich halte mal durch. Hier fertig war. Ich bin dabei. Wo ist er hier? Ja, das war mir klar. Dass er nicht alles machen kann. Weil er hat im Prinzip die Hälfte fertig gemacht, wo ich dachte, na, macht erst die nicht, macht erst die andere Hälfte. Aber das ist im Grunde egal. Ich habe festgestellt, dass unten mit dem Mod, dass wir da eigentlich mehr auf Breitreifen gehen, also auf Zwillingsbereifung. Ich habe ja, wenn ihr die Folge seht, bei einer anderen Karte angefangen, teilweise mit Pferdegras zu ernten, dass leider nur das Gras rauskam. Mit der Hexe. Leider. Aber wie gesagt, ist tragisch. Gut, also schon. Für Gras kriegen hier das gleiche Geld wie für Pferdegras. Das ist ein ganzes Problem. Aber gut, das ist halt so, ne? Versucht es gewesen. Beladen Mist, du musst doch schon weiterfahren. Kühe sagen auch ja. Angeschaltet ist es. Ja, das ist so kurz gefahren. Der ist, könnte man ein bisschen verstellen. Nicht. Beladen. So. Mache ich mal kurz aus. Dann fahren wir manuell ein Stückchen weiter. Lassen wir voll machen. Dann lassen, schicken wir gleich mal zum BGH. Also ich müsste hier nochmal die ganzen Bereiche mit Straße malen. Ne? Das wäre sinnvoll. Ob da auch noch diese Grasfläche. Unschön. Können wir gleich machen. Modellieren, texturieren, also glaube ich. Absägen hier nicht. Ne, das wollen wir nicht. X. Tiermatsch wäre Katastrophe. Oh ne, das Tiermatsch nicht. Asphalt wäre ganz gut. Meine Kühe auch. Im Grunde gehen wir genau da lang, wo die immer lang fahren.
Ich hätte mal viereckig nehmen sollen. Aber so genau ist es auch nicht. Mal Führungszeichen, ne? So. Lass mal durchfahren, ne? Ob es Auswirkungen hat hier unten? Keine Ahnung. Aber der Asphalt rutscht eigentlich, ne? So, was haben wir noch? Gärreste. Kalkfahrer. Düngen ist wird durch. Das ist Dünger auf den Wiesen. Die Wiese ist durch. Wo können noch gedüngt werden? Das ist Stickstoff. Passt, passt, passt. Aber wie gesagt, da ja, müssten wir nachgeben. Ne? Das ist ja jetzt hier durch die neue Messung erkannt worden. Error, ja, Error, Smoke, Ermittler. Oh, keine Ahnung. Wollte die drücken? Kenne ich mir nicht mehr aus. Gut, dann fahren wir da mal hin. Das fällt 3 und drücken wir danach. Kurz deaktivieren. Das auch. Was sie will, das ist bemerkbar mit der Bereifung. Ich werde mal als erstes im Hof fahren und da entsprechend mal ändern. Obwohl. In dem Fall nicht, das ist eine Pflegebereifung, dann müssten wir einen Traktor nehmen. Und da fehlt mir auch ein bisschen das Geld für. Aber Straße dürfte halt immer so weg, nicht mehr bewegbar sein. Dass das ein bisschen so durchdreht, ne, und eindrückt in der Erde. Das ist ja auch ganz schön schwer, der Dünger. Geht's. Kannst Gas geben. Ja, wir haben Trockenheit hier im Sommer, also hier in Dürre, kann man sagen. Schlecht. Wir bräuchten eigentlich dringend Regen, aber ja, kann man nichts machen, ne? Das war Feld 3, war zu stark, fleckig war. Und nachgemessen habe ich dann entsprechend da und da. Ja, fleißige Arbeit. War schön zu sehen, wenn es nebenbei gearbeitet wird, ne? Die KI. Hier ist der Hof. Ja. Einmal unsere Wiesen. Und einmal möchte ich da nochmal. Eine Möglichkeit. Ist auch jemand dabei? Das Feld 2, das ist ganz gut. Das Feld 3 war fleckig und das wird in Zukunft schlecht. Ja, das ist die Weihnachtsillusion, ne? Und frohen Wünschen. Ich wünsche mir auch noch das Allerbeste. Vor allem Richtung Neujahr. Weihnachten ist lange vorbei, aber Neujahrswünsche kann man immer wünschen. Ne? Ich wünsche mir ein frohes neues Jahr. Obwohl das jetzt schon mindestens ein paar Tage rüber ist. Ich frage mich nach dem Datum. Das ist nächste Woche. Für mich ist heute Mittwoch und nächste Woche Samstag. Das ist schon verrückt, ne? Hier aber was eingeben. Hier das kann noch ein bisschen was geben. Hier ist es sehr, sehr wenig und fleckig und das machen wir leider neu. Können wir ja machen, ne? Noch geht's, so. Das muss ich gucken. Das ist jetzt ein Kalkstreuer auf Feld Nummer. Das ist Wiese, um die 36 muss das sein. Den fahre ich mal zurück zum Hof. Ich
Mal gucken. Die 23 ist dann dabei. Da muss ich noch anfangen. Die 6 geht aus 6 ist Stickstoff hier. Da muss ich hier gucken. Den muss ich erstmal starten. Ja, sind fast alle, ne? Oh. Ja, oh. Ja, wenn man eine Folge startet, ist es immer ein bisschen blöd. In dem Fall ist das so. Kalt gut aus. Übrigens, ne? Mal hier kurz gucken. Da fehlt Dünger. Kalt sieht gut aus. Den fahren wir runter. Und lassen Düngerfahrer ab, weiterarbeiten. So war's gewesen. Ja, Zuckerfabrik Arbeit auch. Junge, viel Arbeit hier. Aber nur heute, dann wird es ein bisschen weniger. Wenn das Düngen mit durch ist, das Kalken. Und hier lassen Helfer arbeiten. Hier ist schon der moderne Traktor. Mit ebenfalls mit Pflegebereifung und doppelt halt, ne? So. Mit dem Helfer halt, ne? Und ja, 160 Kilogramm, das war dringend notwendig, wie aussieht. Für sandigen Lehm. So. Okay. Hier sollte er Kalk auffüllen. Wofür weiß ich jetzt nicht genau. Vielleicht zwei. Oh. Wahrscheinlich brauchen wir das garantiert näher bei Feldern. Ist das eine Woche her? Da weiß ich nicht mehr genau Bescheid, was anlag. Der ist fertig. Gut, da muss nachgearbeitet werden. So, im Regen. Jetzt habe ich C gedrückt. Habe ich aufgehängt, ne? So, ne. Sofort wegmachen. Nacharbeiten, ja, ich glaube schon. Und auf geht's. Hier, Zwillingsbereifung ist optimal. Da kann er die Kraft also am Boden übersetzen, ne? Also ab, also ja, übertragen kann man sagen, ne? Besser wie jetzt, klar, Zwillingsbereifung. Ist weniger Angriffsfläche und das Band könnte wohl dann entsprechend weniger stärker durchdrehen, die Reifen. Ne? So, Sehmaschine hoch, mal um die Ecke angucken. Ganz in Ecke, also die Ecken direkt nicht, aber was innen drinnen so noch fehlt. Das sind verschiedene Böden halt, ne? Je nach Boden unterschiedliche Düngestufen. Ja, da fehlt noch was. Hier überlege ich auch, ob ich noch Gärreste aufbringe. Weil jetzt weiß er genau, was drin ist, was noch nachgearbeitet könnte. An Gärreste, Menge Gärreste. Getreide in der Ecke. So, dann haben wir Felder fertig für Raps. Mal überlegen, die 2. Die 3 und die 1 und die 14. Ich will ja nächstes Jahr die Dieselbrötchen aufnehmen. Vielleicht schon dieses Jahr, mal sehen. Was ist da? Führerschäden. Keine Ahnung. Pflanzen wir nach.
Dann haben wir eigentlich schon genügend. Also, wo ist noch Geteile gewesen? Also mal gucken. Wo können wir noch was ausbringen? Was getreidemäßig gut wäre. Wir machen Getreide. Schauen wir mal hier rein. So. Das für Raps. Das können wir auch so lassen. 19. Wahrscheinlich werde ich da, nachdem es mal fertig war, auch wieder Getreide einbringen. Weizen oder Gerste. 54 auf jeden Fall Getreide und die 44 auch. Da war ja Raps drauf. Und wir müssen ja ein bisschen getreidemäßig damit aufbauen. Hier war auch Getreide. Meines Wissens. Da müssten wir auch noch Raps aufbringen. Das wäre dann die Logik dabei. Von der Fruchtfolge her. So, den mal einklappen. Ne, nicht aufhängen. Einklappen. X. Den fahren wir jetzt im Hof. Und werden den mal ganz kurz ja, reparieren und dann auffüllen. Also vorher auffüllen. Und dann fahren wir den 17 und 18. Noch da sehen wir ein bisschen Raps aus. 17,80 auf jeden Fall noch. Und dann haben wir es geschafft mit Raps, wo Gras drin ist. Jetzt haben wir jetzt für Weizen und für Gerste ist doch zu früh. Das wäre ja jetzt. Da haben wir noch Zeit für. Da haben wir noch mindestens. Oh. Nee. N. Mindestens ein paar Tage Zeit. Also. Wir haben ja Sommer, ne? Also frühestens im Herbst. Dünger war wichtig. Raps war nicht so wichtig. Das ist hier ist auch gleich. Können wir gleich mal machen. Ah, da müssen wir ein bisschen runterfahren. So ein Spinter beim Malen, ne? So muss das gehen. So. Wie gesagt, Asphalt, das ist ganz gut. Das ist so rein Optik halt besser, ne? Machen wir auch Asphalt und Gebäude. Das ist, wie gesagt, beim Fahrzeug spinnt da meist ein bisschen. So. Bisschen drehen. Können wir das gleich mal nebenbei machen, ne? Müsste. Das schaffe ich sonst nie. Könnte ich sie machen. Jetzt fahren wir Richtung Feldmoro 17. Gleich da mal starten. Reparatur. Auffüll mit Dünger brauchen wir nicht, der Rast brauchen wir nicht viel. Ich meine, hier kannst du immer umstellen zur Not, aber wie gesagt, ja, kalt, ich will kalten. Die ganzen Felder, die ich jetzt ausgepflanzt habe. Das geht nämlich darum, hinterher weiß er, was raufkommen soll. Ne? Deswegen werde ich mal gucken. Gewichtig dabei. Gut, macht nichts. Na, das ist ja auch stark schon beschädigt, ne? Gut, weil Gewicht kaputt sein kann, da weiß ich aber nicht, aber bestenfalls die schweißt nicht oder so, ne? Weil wenn mein Gewicht eine Beule drin sein sollte oder eine ein Kratzer, ja, das ist kein Schaden in dem Sinne. Das Ding ist voller Stahl, das ist so robust, das ist bestenfalls noch verzogen, vielleicht hier und da, ne? Bestenfalls. Kurz vertanken, wenn wir da sind. Oh, Überlänge. Oh, Überlänge. So, liebe Schauer, das soll es auch heute schon gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao, ciao. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Restwochenstart, ne? Aber heute ist ja Montag. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs fleißig reinschalten. Tschüss.